Hallo zusammen, schön, dass ihr noch mal reinschaut. Ich finde das richtig gut. Ich wollte euch noch mal so kurz mitteilen, was am Kamin sich geändert hat, sozusagen ein Teil 4 gemacht habe. Wie du hier sehen kannst, ist ja alles irgendwie grau in grau. Der Kamin sieht eher aus wie aus Betonfertigteile zusammengesteckt. Ja, und dann habe ich mir überlegt, das Ding muss irgendwie anders aussehen. Dann habe ich im Oberteil, was hier dunkelbraun ist, eine Holzmustertapete mir besorgt und die da drauf tapeziert. Dann habe ich mir überlegt, unten unter dem Fernseher, da konnt's die Füße sehen, das hat mir auch nicht so gefallen. Also habe ich weiter gebastelt und hab so ein Winkelstück gebaut und das tapeziert mit aus dem Drucker mit Ziegelwand im Internet gefunden, die ausgedruckt und da drauf tapeziert und oben noch so ein paar diverse lose Holzteile draufgelegt und dann somit weiß-grau angepinselt, dass das, ja, wie Holz aussieht, das vor dem Kaminfeuer liegt. Und dann vergingen einige Monate, wo ich mir dann aber auch überlegt habe, ich kann mich nicht an das Graue gewöhnen. Das ist irgendwie, mochte ich nicht leiden. Also beschloss ich, das, was man hier jetzt sieht, in Grau überzustreichen mit so einer Korallfarbe. Ja, und so verändert sich das Kaminstück immer mal wieder auf was Neues, auf eine andere Darstellung. Da ist er jetzt auseinandergenommen. Unten ist dann dieses Winkelstück mit den angepinselten Holzstücken, die dann optisch so ein bisschen wirken wie, wo Asche an der Holzkohle dran ist oder am Holz. So habe ich das dann eingesetzt. Ja, und dann, wo ich das dann soweit fertig war, nach so ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß es nicht, da gärte das wieder bei mir. Ich will das irgendwie anders haben. Und ich habe euch ja in dem, glaube ich, Video 1 oder 2 gesagt, es gibt ja auch diese Feuerstellen mit Wasserdampf. Und die haben da ein, künstliche Holzstücke unten drinne aus Glasfaser oder ähnliches, wo denn, das Licht durchschimmert und in Orange-Rot und so Glühsachen. Und da habe ich gedacht, das würde ich gerne machen. Aber ich konnte sowas nicht fertig kaufen. Und da war ich dann gezwungen, mich so mit auseinanderzusetzen, wie bastel ich mir das denn hin? Und da habe ich dann Karton genommen als Form und da Holzkohle reingelegt, diese Holzkohle mit Gießharz übergossen. Eigentlich sollten das zwei Teile sein. Ist mir nicht gelungen, weil da Trennwachs hatte ich gekauft, um denn das einmal mit Gießharz zu fixieren, um dann Trennwachs drauf und nochmal eine Schicht Gießharz und die oberste Schicht wollte ich abnehmen und dann so attrappemäßig herrichten wie so eine Glut. Aber irgendwie hat das alles nicht geklappt, da war ich etwas ungeschickt. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann lässt du das erstmal so. Und genauso ist das dann geblieben, ne? Lässt du dann mal so und dann bleibt das auch so. Dann habe ich mir LED-Stripes geholt in Orange und Rot und die dann da unter mit der Klebepistole eben angeheftet und geguckt, ob das geht. Weil das Gießharz ist stellenweise durchsichtig und
die Holzkohle obendrauf, die liegt ja nicht genau dicht aneinander. Das heißt, da kann denn immer noch mal Licht durchfallen von unten. Ja, und hier ist dann das ganze Objekt nur noch nicht mit dem mit der Gießharzplatte davor. Und hier sieht man natürlich auch noch, wenn das so eingebaut ist, den Name, dass das, glaube ich, Telefunken steht. Und ja, da muss ich denn auch noch ein bisschen was dran arbeiten, um das unsichtbar zu machen. Dann ist mir noch eingefallen, dass es ja diesem Kamin ganz gut zu Passe steht, so eine Art Feuergitter da zu machen. Und dann dahinter der Einsatz mit dem Gießharz und den Holzkohlestücken. Und so sieht das dann aus, wenn das von unten angeleuchtet wird. Gefällt mir alles schon viel besser. Muss ich mal so zugeben. Ich mag das. Und so bleibt das auch erstmal. Werde da vorerst nichts dran verändern. Aber so, denke ich mal, bleibt es. Und ich habe festgestellt, wenn ich vorher ein paar Streichhölzer verbrenne, dann riecht das auch noch ein bisschen so wie nach Feuer.